Hallo und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute aus dem Gang und mit etwas Konzentrationsschwierigkeiten, da mein Kaninchen da drüben rennt. Und ihr auf meinen Knien seht, also wundert euch nicht, falls das Bild wackelt. Wow, back to the roots. Oh Mann, jetzt habe ich auch das gemacht, dass ich selbst nicht leiden kann. Aber wirklich zurück zu den Wurzeln. Gut, das kennt ihr. Kennt ihr, glaube ich, schon von früher, aber gut. Ja, was ich euch heute erzählen wollte, weswegen ich heute mit euch reden wollte, ist das Thema Dinge, die irgendwie für andere total langweilig sind, die für mich aber irgendwie total faszinierend sind oder die ich auch stundenlang tun kann. Und ich fange jetzt mal damit an, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich spiele ja jetzt seit Pi mal Daumen einen Monat Animal Crossing. Und seitdem bin ich ja wirklich total süchtig. Ich kann gar nicht mehr aufhören und habe gestern meinen ersten Hai gefangen und da war ich so stolz drauf, dass ich es aller Welt erzählen musste. Und dann ist mir am Abend wieder eine Geschichte eingefallen. Ich habe meine Freundin, hat mal gefragt, ob mir irgendwelche tollen DS-Spiele einfallen. Und das erste, was mir eben eingefallen ist, war Animal Crossing. Damals noch das erste, aber auf jeden Fall ist mir das als erstes eingefallen. Und dann habe ich auf jeden Fall überlegt, ob ich ihr das jetzt empfehlen sollte oder nicht. Habe es dann aber gemacht und daraufhin hat sie zu mir gesagt, ja, also sie könnte kein Animal Crossing spielen, weil es sei ja odslangweilig und da wird sie ja wahnsinnig werden, weil da passiert ja nichts. Und dieser Satz hat mich damals zum Nachdenken gebracht, weil ich so gedacht habe, naja, ich spiele das Spiel ja wirklich gern und ich habe immer den Eindruck, dass da irgendwas passiert. Aber was, wenn da wirklich gar nichts passiert so? Und dann ist mir aber etwas sehr Entscheidendes bewusst geworden und das ist das, weswegen ich mit euch drüber reden möchte, nämlich, dass es manchmal einfach schön ist, etwas zu tun, was leise ist, was still ist, was nicht viel braucht, was einfach sich auch wiederholt, mag sein. Ich meine, in Animal Crossing läufst du durch eine Welt mit Tierchen als Nachbarn, pflückst Blumen, pflanzt Bäume, kaufst Blumen, nein, warte mal, doch, kann ich auch kaufen, pflanzt Blumen, tust sowas wie zum Beispiel Gemälde kaufen, bringst sie ins Museum, füllst dein Museum auf und ja, und baust dein Haus aus, baust hier ein bisschen was dazu, räumst die Zimmer ein. Oder auch sowas wie die Sims ist ja auch ein bisschen so. Du lebst sozusagen ein Leben in einer virtuellen Welt und da stehst du auf, gehst zur Arbeit, isst, schläfst und so weiter. Und es sind einfach so Sachen, wo nichts Abenteuerliches passiert, wo keine Explosionen sind, wo keine Waffen sind, wo keine großen Kriege oder Strategien gebraucht werden, wo nichts wirklich Riesiges passiert, was auch für mich was total Tolles ist. Und ja, so bin ich dann drauf gekommen, mal zu überlegen, warum ist das für mich so was Tolles, diese Ruhe, diese etwas, ich will nicht sagen, stupide Wiederholerei von Sachen. Und ja, dann ist es mir bewusst geworden. Ich finde es einfach nur ein tolles Spiel, nicht weil es irgendwie was Besonderes ist, nicht weil es irgendwie viel braucht, sondern weil es einfach was Ruhiges ist. Und wenn du, wie ich als Asperger, tausend Eindrücke, Milliarden Eindrücke aufnimmst, bevor du überhaupt richtig aufgestanden bist, dann ist es einfach manchmal schön, etwas zu haben, wo ruhig ist, wo still ist, wo nichts großartig passiert, wo du einfach durch eine Gegend laufen kannst, eine Angel ins Wasser halten, einen Fisch fangen und ja, wo nichts groß was braucht, wo du dann noch, sagen wir mal, tausendmal, gefühlte Milliardenmal auf irgendwelche Gegner triffst, die du dann irgendwie bearbeiten musst oder wo du irgendwelche riesengroßen Strategiepläne machen musst nach dem Motto und wenn ich dann um die und die Uhrzeit da und da bin, dann schaffe ich das mit, dann kriege ich da einen Bonus oder so ein Pokémon Go ins Spiel zu bringen, wo du nicht groß rausgehen musst, um irgendwelche Bonis zu kriegen, sondern wo du einfach dich auf dein Sofa legen kannst oder auf dein Bett oder auch in den Gang sitzen,
deinen Hasen neben dir rennen lassen kannst und dabei einen Fisch angeln. Und ist für dich dann, für mich war es wirklich so was richtig Großes, was richtig Tolles, als ich gestern dann meinen ersten Haifisch gefangen habe. Und ich habe das wirklich meinem Vater, habe ich mitten bei der Arbeit angerufen, nur um zu sagen, Daddy, Daddy, ich habe gerade einen Haifisch gefangen. Und ja, es ist einfach so manchmal dieses, was ich damit sagen will, man braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Man muss nicht unbedingt große Action erleben, um ein Spiel wirklich genießen zu können, sondern manchmal tut es auch einfach die Ruhe in dieser Welt und die Ruhe, die du dann auch für dich wieder in dich übernehmen kannst und du dann auch ruhiger wirst. Und dann nicht mehr alles so hektisch, alles so stressig, alles so überladen ist. Und du einfach in dem Moment deinen Fokus auf diese Angel oder meinetwegen den Käfer, den du fangen willst, hast oder dann dich riesig freust, wenn du den fängst. Ja, gut, das war eigentlich alles, was ich zu diesem Thema sagen wollte, sagen kann. Und es ist heute auch ein etwas kürzeres Video als sonst, aber um ehrlich zu sein, bin ich etwas müde und möchte mich jetzt nachher hinlegen. Und ich will noch versuchen, einen zweiten Haifisch zu fangen. Ich gebe es gleich zu. Ich versuche noch einen zweiten Haifisch zu fangen. Und ja, mein Hase rennt ja auch noch rum und die ist schon ganz beleidigt, weil ich ihr so wenig Aufmerksamkeit zukommen lasse. Drum dachte ich, ich werde es jetzt etwas kürzer machen. Aber ja, am Mittwoch wird es dann wieder ein bisschen länger. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen hoch. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das seht, ob ihr jemand seid, der beim Spiel total die großen Action, die Aufregung, am besten alle 5 Minuten muss irgendwas passieren seid, oder ob ihr auch eher so diese in einer kleinen Welt, die ruhig ist und in der nicht viel passiert, rumlatschender seid. Ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt formulieren soll, aber einfach die ruhige Spiele mögen, auch so tendenziell Spiele, wo viele sagen, das Spiel ist ja sehr langweilig und sehr einseitig. Oder ob ihr weder noch seid, ob ihr gar keine Spieler seid, gibt es ja auch. Ja, würde mich einfach mal interessieren. Auf jeden Fall hoffe ich, dass wir uns am Mittwoch wiedersehen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit und ein gutes Wochenende. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir auf jeden Fall schreibt in die Kommentare oder über Twitter oder Facebook oder eben eine E-Mail. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald und tschüss. Sehr gut.